Da sind wir auf jeden Fall immer noch mit irgendwelchen Bobbys, die hier rumpimmeln, haben aber immer noch nicht alle Ziele. Okay, der Parkwert muss erhöht werden, stimmt. Wir müssen gucken, dass wir auf jeden Fall mehr Gewinne fahren. Das ist ganz wichtig. Dann gucken wir erstmal, wie die allgemeine Einstellung ist. Der Park ist klasse, solange warte ich nicht. Ich stehe schon ewig an. Monorail ist zu günstig. Das freut mich zu hören. Wie viel Prozent sagen das? 17, nee, 20 sogar. Gut, dann machen wir Monorail natürlich 20 Cent teurer, ihr. Und der Eintritt erhöhen wir dann in diesem Zuge doch gleich noch mit. Von 8 auf 10, nee, auf 9 Dollar und 4,50. So, okay. Und nein, ihr kriegt keine Rückerstattung, ihr Gesichter. Das können wir mal voll in die Tonne kloppen. Alter, WTF. Okay. Müssen dafür sorgen, dass hier mehr gefahren wird. Ohne Scheiß. Beziehungsweise mehr Besucher reinkommen. Also sollte ich vielleicht den ein oder anderen, Hello Void, den ein oder anderen Masterplan starten, um sie alle zu übernehmen. Hier sieht scheiße aus. Was ist da los? Ah, der war wahrscheinlich im Arsch, hä? Ah, ein bisschen beschleunigen. Zing. Irgendwas müssen wir tun, um auf jeden Fall mehr Einnahmen zu bekommen, was momentan absolut nicht der Fall ist. Keine Ahnung, wie ich das in den Griff bekommen soll. Ich meine, wir könnten ein bisschen am Personal sparen. I would say, Animateure haben wir keine. Putz, Bitches, der ist frei beweglich. Der Ilaya, der kommt weg. Bye. Verlässt den Park. So, wir haben Abschnitt 1, 2, 3 und 4, das läuft. Dann haben wir natürlich sau viele Verkäufer. Drei Leute, die sich hier um irgendwas kümmern. Inspiziert und behebt. Die kriegen natürlich auch ein scheiß viel Geld. Das ist irgendwie nicht so geil. Aber gut, die haben ja auch Angst. Das ist natürlich die Sache. Die haben Angst vor dem Golem. Dementsprechend kann ich hier natürlich erstmal nicht weniger bezahlen, sonst werden sie sehr unzufrieden werden. Aber irgendwo müssen wir Einsparungen machen, ja. Techniker kann ich nicht wirklich wegmachen. Da ist schon absolut was dran. Das geht mal gar nicht, klar. So, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass hier mal mehr Leute. Ach, der frei bewegliche, den hätten wir behalten müssen, ne? Damit kann ich ihn wieder einstellen. Ja, noch kann ich ihn wieder einstellen. Nee, kann ich nicht, kein Geld. Kein Geld. Goddammit. Ah, vielleicht ist er noch da, wenn ich ihn wieder einstellen will und das Geld habe. Falls ich das Geld jemals wieder habe. Ja, okay, wir bewegen uns ins Plus. Aber nur ganz dezent. Okay, dann eben nicht. So, Hausmeister, dann brauchen wir halt noch einen. Komm. So, Rin. 360 Power wurde repariert. Irgendwas lohnt sich doch hier echt überhaupt nicht. Hot Dog Squirt, ja gut, die Läden. Hyperspin ist veraltet, deswegen macht er Verlust. Irgendwann steigen sie aber auch wieder auf und dann machen wir natürlich mehr Gewinn. Das ist ja irgendwo logisch. Ne, geschnitten. Aber bis es soweit ist, dauert es halt noch. Was können wir also tun? Okay, jetzt sind wir gerade 500 im Plus. Das freut mich zu sehen. So, was geht? Der Park ist Wahnsinn. Great. Ich habe Durst. Well, well, well. Der Park ist sehr geräumig. Ja, ich kann ja nichts bauen. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Achterbahn. Und das wird teuer. Aber dann kriegen wir auch die 15, 25.000. Okay, so teuer wird keine Achterbahn werden. Aber irgendwie müssen wir dafür sorgen, dass die Leute hier mehr Geld ausgeben. Ohne Mist. Alter, das geht mir ein bisschen auf den Sack. Ein bisschen. Die haben sie doch nicht mehr alle. Die Monorail-Gesichter haben sie doch nicht mehr alle. Guck sie dir an. Huck Phrasen. Alter, was ist das für Typ? Was geht denn ab? Ugly piece of shit, wo du bist. Okay. Kann man die umbenennen? Yeah. Okay, der Klatzkopter. Der da ist jetzt Void, ey. Der Void. So. Der latscht jetzt im Park rum. Ei, 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 ei.
Irgendwie müssen wir noch mehr Geld aus den Leuten hier rausquetschen, ganz klar. Ganz klar sollten wir das tun. Aber wie? Der Park ist Wahnsinn. Taschendieb, okay. 4G ist das profitabelste Fahrgeschäft. Mann, Mann, Mann. Gibt's doch überhaupt nicht. Die Dinger, die Verlust machen, könnte man natürlich... Gut, 360 Power ist da hinten aber auch ganz schlecht aufgehoben. Ich gehe mal 50 Cent runter, vielleicht bringt es was. So, aber wir brauchen auch irgendwas, womit wir noch ein bisschen Cash-Grab machen können. Weil momentan bewegen wir uns hier an der 400-Dollar-Grenze. Ja, Sunflare beginnt zu altern und viele Gäste haben Durst. Die Frage ist natürlich, wo sie wieder Durst haben, weil wir haben Cosmic Cow Milkshakes 2 und Cosmic Cow Milkshakes 2, haben wir sogar zweimal und 1. Gulpy Energy, Chief Beef und sonst nix. Ja, die Milkshake Lane sollte man vielleicht nochmal ein bisschen, das ist außerdem Cosmic Cow 3, nochmal ein bisschen überarbeiten, gucken, ob wir da noch mehr reinbekommen, obwohl ich das irgendwo stark bezweifle. Na, drehen. So. Ja. Also, Jungs und Mädels, wir gehen wieder ins Minus. Wir verlangen also eindeutig nicht genug Geld. Ich bin müde. Well, 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 ich habe Durst. Ich habe halt die Phrasen. Irgendwie müssen wir hier noch mehr Kohle klar machen. Die Warteschlange für Monorail ist immer voll, falls ihr es übrigens auch noch nicht gemerkt habt. Gucken wir mal, ob wir die Fahrgeschäfte hier hinten nicht besser nochmal anbinden können. Dieser Park ist ein Schnäppchen, ja gut. Problem ist halt auch, dass dieser Park ist natürlich wirklich ein Schnäppchen, aber bis die alle hier ankommen, Gegenstand ist gesperrt. Bis die alle hier ankommen, ist der Spaß auch schon wieder vorbei. Man müsste hier irgendwie einen Durchbruch schaffen. Gibt's hier einen? Ja gut, das ist die Monorail, klar. Aber nur die Monorail. Alles andere führt komplett außenrum. Hm. Das ist natürlich echt shit. Echt shit. So, wo also mehr Geld hernehmen? Was können wir noch tun? Wir könnten, wie gesagt, Personal entlassen. Wir könnten Läden schließen. Niedrig, okay. Normal, normal, niedrig, passt. Da ist nichts. Wieso eigentlich? Wo sind denn die ganzen Verkäufer und Techniker? Wo sind denn alle? What? Wieso zeigt er mir die jetzt gerade nicht an? Haben die gekündigt allesamt? Ah, ne. Das sind die Verkäufer. Bedient Kunden. Wie ist die frei beweglich? Muss die nicht irgendwo angebunden sein? Chief Beef. Ja, du bist jetzt der alte Klatzkopf, der mit der Monorailbahn rumfahren wollt. Isn't that cool? Komm, du stehst drauf, gib's zu. So, der hat nicht wirklich viel zu tun und läuft herum. Ich bin mir nicht sicher. Ich denke, hier könnten wir vielleicht einen entlassen. Den da. Bye. Der ist jetzt bestimmt auch scheiße drauf, aber das macht nichts. Und dann hoffe ich, das funktioniert besser. What was that, by the way? So, gucken wir mal. Ja, lol. Yay. Okay, gut, das läuft. Viele Gäste haben Durst. Aber auch einfach nur allgemein, ne? Looper hat ein technisches Problem. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange das dauert. Und das mit dem Durst ist halt echt shit. Aber gut, das sind nur 16%. Wir müssen ja, irgendwo müssen wir ja mal wieder Gewinne machen. Da können wir halt nichts reißen, das ist klar. Naja, klar, die merke nie, dass ich pleite bin. Das merke die nie. Aber irgendwoher müssen wir halt Kohle für eine Achterbahn bekommen. Ich könnte natürlich jetzt auch mal einen Kredit aufnehmen. Ein Versuch ist es wert, vielleicht kriegen wir einen. Nee. In diesem Szenario sind keine Darlehen verfügbar. God damn it. Jetzt habe ich echt mal damit mit dem Gedanken gespielt, das zu machen. Hier geht's nicht. Well, well, well. Na gut. Frage ich mich trotzdem, wie kriegen wir es denn gepeilt, hier eine fucking Achterbahn rauszuhauen? Wir machen jetzt 10 und 5 Dollar Eintritt. Und ja, man könnte natürlich die Warteschlangen hier, Premium-Pässe, vielleicht auch noch an den Start bringen. Das wäre eine Überlegung wert.
um dort auch nochmal Cash Grab zu machen. Vor allem auch in Bezug auf die Scheiße hier, ja. Ja, komm, wir machen mal hier so Premium Pass Scheißdreck hin. Hallo? Ja, okay, cool. Hier. Aber dazu müssen wir es erstmal aktivieren. Wie ging denn das? Das mache ich so selten, dass ich es halt einfach nie weiß, wie geht. Parkbewertung im Detail. Diagramme. Bullshit. Finanze. Nee, das ist es nicht. Rasender Golem ist ja richtig. Läden und Servicegebäude. So, Premium Pass. Also kann man seinen Parkeingang einstellen, oder? Premium Pässe aktivieren, ne? Okay, niemand ist pissed, das finde ich gut. Aber Premium Pass, Scheißdreck geht nicht, oder? Ne. Müssen wir das erforschen? Um es überhaupt freischalten zu können. Park. Ja, ich glaube schon, das muss man erforschen, ne? Forschung. Da ist er nämlich. Servicegebäude, Geldautomat. Ne. Muss man nicht. What the hell? Wähle nichts zum Erforschen aus. Natürlich nicht. Wir müssen natürlich schauen, dass wir vielleicht irgendwie mal wieder mehr Leute hier reinloggen können. Aber Premium Pass kann ich hier nicht aktivieren. Jetzt weiß ich natürlich nicht, warum. Me don't know. Na gut, aber das macht ja auch erstmal nichts. Denke, wir fahren mal ein Marketing. Kampagne. Und zwar Erwachsene und weniger Familien. Mehr Teenager, weniger Erwachsene. Eine Gruppe. 5000! Komm, mache. Alles klar, nichts automatisch erneuern, das ist nämlich zu teuer. Alright, alright, alright. Premium Pässe. Moin! Okay, jetzt machen wir natürlich erstmal Minus. Aber in dem Zuge können wir uns jetzt natürlich auch mal damit beschäftigen, wie zur Hölle das eigentlich ging. Hupe wurde repariert, das hat viel zu lange gedauert. Den Premium Pass zu aktivieren. Marketingpersonal, nein, Gäste. Nee. Okay, das Warten auf Aeronauts war ziemlich schnell vorbei. Der Park ist sehr geräumig, nicht mehr lange. Das Scheißhaus, Scheißhaus, Scheißhaus. Guck mal, da ging gar nicht so viel drauf. Man hat voll den Verlust. Okay, da ist was kaputt, aber das wird mit Sicherheit auch repariert. Spezialeffekte haben wir keine am Laufen. Geht das nicht hier bei den Ticketpreisen eigentlich? Also wir bräuchten einen Informationsstand. Sonst können wir definitiv keine Personalverwaltung. Personalgebäude, was kann das eigentlich? So, angepasst. Infostand. Geht nicht. Scheiße. Okay. Gut, der Eingang ist da. Können wir nicht so viel machen. So ein Mist. Tropenfelsen ist gesperrt. Echt jetzt? Why? Why? Okay, noch beschwert sich niemand. Aber ich glaube auch Premium Pässe sind hier keine Option. Wir müssen jetzt erstmal gucken, ob uns unser Marketing natürlich mehr Leute bringt. Weil das kostet 5000, das ist gerade nicht ganz so ohne. Was ist das denn eigentlich, eine Tankstation? Okay, hier wenigstens Spaß da. Ja, sieht mal danach aus. Da hat sich einer Hut gekauft bei Heads Fucking Tastic. Heads Fucking Tastic. So, wir könnten natürlich den Weg auch hier nochmal erweitern und da drüben mit anschließen. Wenn wir denn die Kohle hätten. Ja, das ist halt schon wieder das Problem. Wir haben überhaupt kein Geld. Oh Mann, wo liegt hier das Problem? Oh, Loop hat ein technisches Problem. Ja gut, da liegt dann wohl auch das Problem. Gut. Jetzt nicht mehr. Oder? Der wird doch gerade geprüft. Ja. Oh yeah, ich will mit Looper fahren. Hau rein. Tadam, tadam. Alles klar bei euch. Tadam. Okay. Mann, ich will den Premium Pass. Multipass. Multipass. Ich dachte immer, ich kann das am Eingang irgendwie regeln, aber das ist nicht der Fall.